Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Fußballmanager 2010. Nachdem es ja die letzten Tage nicht so wirklich weiterging und keine neuen Videos hochgeladen wurden von mir, geht es natürlich mal wieder weiter. Oh, falscher Spielstand. Ja, wir waren letztes Mal dabei stehen geblieben, dass wir direkt vor dem Spiel von Borussia oder gegen Borussia Dortmund Halt gemacht haben. Da machen wir natürlich heute weiter. Aber schon mal selbst gar nicht mehr, wie jetzt alles genau war. Ja, das erste Spiel hat mir gewonnen mit 1 zu 0 und gut, die Aufstellungen sind gemacht, sind auch soweit alle okay. Und ich denke mal, dass wir gleich mal starten können. Zack, Spiel starten. Und wir lassen das natürlich wieder mal im Textmodus, da ich lieber so spiele. Und die Tabelle machen wir an. Ja, toll, das fängt ja mal wieder klasse an. Erste Minute gespielt, erstes Tor. Ja, schön. Das mache ich immer so am Fußballmanager immer. Zack, zack, geht immer ganz schnell. Der Gegner braucht bloß zwei Chancen, um ein Tor zu schießen. Wenn vier, mehr 30 braucht meistens. Ja. 1-0 für Dortmund. Und schon wieder im Angriff. Jetzt haben wir gerade 7 Minuten gespielt und die haben schon 3 Chancen gehabt. Naja, zusammengezählt wird am Ende der Saison. Und schon wieder haben die. Oh, ich kriege hier eine Krise langsam. Ich schnauze die jetzt mal richtig an. Jetzt muss ich mal kurz die Ecke vor. So. Okay. Leute, ihr müsst mal langsam mal hier was tun. Der Gegner hat nur Chancen, wenn ihr gar nichts macht. Gar nichts. Ich kriege eine Krise hier. Endlich mal wieder eine Chance. Ja, und dann natürlich gleich abseits. Und Halbzeit, ja, wunderschöne Noten. Jetzt werde ich das Team erstmal so richtig schön zusammenschnauzen. So wie es geht. Kritisieren, das gesamte Team kritisieren. So, Boateng, du kriegst von mir auch noch ein schönes, heftiges Kritisieren. Bradley auch. Berg natürlich auch. So, und ich werde allgemein mal das gesamte Mittelfeld einmal komplett kritisieren. Damit die erstmal richtig lernen, wie scheiße sie eigentlich gespielt haben. Weil hier ging ja mal gar nichts. Hier sieht man Statistik. Schüsse 0, aufs Tor 0. Dortmund Schüsse 6, aufs Tor 3. Aber bei erfolgreichen Pässen, da führen wir. Oh, Matthijsen hat mal was Vernünftiges gemacht. Wow. Wird er mal in Abseits gestellt? Oh, Alter, ich kriege hier eine Krise. Wieso greifen die ganze Zeit bitte schön nur an? Wieso? Ja, 2-0, sehr schön. Da los, kommt noch das 3-0 hinterher. Alter, der Fußballmanager ist auch so geil gemacht. So, wer spielt denn hier richtig? Grottig, scheiße, alle im Schein. Ja. Markus Berg, du bist einfach klasse. Du hast ja richtig tolle Leistung bisher in der Saison gebracht. Und du setzt sie weiterhin fort. So langsam zweifle ich daran, dass ich die überhaupt noch behalte. Ja. Ihr spielt alle scheiße heute und ihr seid alle scheiße.
So, wer kommt jetzt raus? Ich nehme Fünfer raus. Piet Treuper geht raus, dafür kommt Loic Perrin rein. Und wer kommt noch? Berg geht raus, dafür kommt Zon. So. Schön, wenigstens verletzt sich gleich mal einer bei denen. Wenn die nicht schlechter als 3,5 hat, hat mein Bester mal gerade 1. Na gut, mein Bester hat 1,0, auch nur weil der was zu tun hat und der steht im Tor, Alter. Ja. Ist klar, 2-0, fast schon. Leute, ihr müsst mal verteidigen. Ja, da sollte man wieder mal Realismus beim Fußballmanager wird ganz groß geschrieben hier. Schnauze sie nochmal richtig an jetzt. Und sag ihnen jetzt, dass die mal den vollen Angriff durchballern sollen. Na gut, das war jetzt doppelt gemoppelt wieder. Wow. Es gibt Freistoß. Aber der wird ewig noch nicht reingemacht, so wie das Spiel heute läuft. Na, sieht man. Das war mal unsere erste Chance jetzt in diesem Spiel. Ich bin begeistert, Leute. Die kommt auch überhaupt nicht früh, die Chance. Ja, toll. In den letzten 17 Minuten fangt ihr an, mal zu spielen. Und ja, ihr habt eine Ecke, verballert die, habt einen Freistoß, verballert die natürlich. Leute, ihr müsst Chancen nutzen. Der Torwart hält natürlich wieder alles. Da ist mir klar, dass es keinen hohen Sieg mehr für den Hamburger SV gibt, weil meine Jungs da nicht mal die Chancen nutzen. Und jetzt habe ich auch die Schnauze voll hier von Boateng, der geht jetzt raus. Das ist mir eindeutig zu blöd heute. So. Wie spielen wir jetzt? Das ist eine gute Frage. Bradley, Bradley, Bradley. So, Bradley, du spielst das hier, so offensives. C. Roberto spielt da. Gut. Ja. Wieder schnell vorgespult. Ja. Wunderschönes 2 zu 0. Erstmal kassiert. Wenigstens sind wir jetzt nicht mehr ganz so weit unten, wollte ich gerade sagen. Jetzt 9. Tja. Ich möchte mal gerne die Statistik gleich nochmal sehen, wie viele Chancen wir nun wirklich hatten. Beste Frank Rost mit Abstand. So, achso, Statistik wollte ich hier nachgucken. Schüsse aufs Tor, wow. So, Schüsse allgemein 2. Schüsse aufs Tor 1. Schüsse, ja, Dortmund 7, 3, ja, ist klar. Ich meine, die hatten 3 Schüsse aufs Tor und haben natürlich 2 Tore dabei gemacht. Bei mir steht der meistens immer 20 Schüsse aufs Tor, ein Tor gemacht. So, Spieltag, na gut. Josef Luminde hat 2 Tore geschossen.
Oh, gut. Wingen gegen Falkirk geht's jetzt natürlich erstmal. So, jetzt wollen wir mal gucken. Kalender. Ach, das ist am Donnerstag. Und dann stehen noch gegen Wolfsburg. Und dann kommen mal Köln. Einigermaßen schwache Gegner, hoffentlich mal. So, mal schauen. Ist noch einigermaßen harmlos, das Training. Hohe Tische. Heißt es jetzt wieder Spieler verbessern? Mal schauen, wo. Der kann da mal ein bisschen trainieren bei Flanken. Und dann natürlich das ein bisschen weiter weglegen. So, was haben wir jetzt hier Schönes? Hanno Behrens. Hallo Behrens. Boris Leschinski. Der hier 95 hab, genau. Aber wir hatten ja im zweiten Spiel bitte schon gespielt, meine zweite Mannschaft, weil da muss ja auch nicht zur Sache gegangen sein, wenn da 2-0 stand. Schon. Wow, 5 zu 2. Schauen. Ah, wie sieht es denn aus? Hier Tor. Ah, okay. Da hat der Kadion Plau bereitet. Da hat der Christian Böhnlein ein Tor vorbereitet. Kai Fabian Schulz einfach so mal. So, dann stand es 3-1. So, dann kommt von Kadio wieder. Und dann kommt von Rados, der ein Tor für Alexander Merkel vorbereitet hat. Mensch, Mensch, Mensch. Zweite Mannschaft wenigstens, die gewinnt. Ja, Alexander Merkel. Vielleicht wird er ja noch.